Der Aufnahmestart bin ich schön. Ich bin wie immer Mario Sargs sexy. Nee, also, wir haben einen Plan für heute. Quetzelzähmen, wir machen uns auf den Weg zum Suchen. Bis gleich. Warte ganz kurz, hast du falsch mit dabei? Lande bitte noch einmal kurz auf dem Boot. Okay. Tag abgewartet. Nee, Nacht abgewartet. Wir machen jetzt auf die Socken. Da unten ist das Dodo. Lande, wir haben den. Da unten sehe ich den Fels. Wir haben ihn. Ah, ich sehe den Baum. Hab ihn. Ich sehe den Berg. Das war die Base, die ich mit dem Justin hier auf dem Berg hatte. Das hat noch Spaß gemacht damals. Achso, jetzt mit mir nicht mehr, oder was? Ja. Ist ganz okay, ne? Ja. Da, hab einen, rechts. No. Warte, ich spring's Level. Flieg mal ein bisschen hoch. Ich sehe 24, perfekt. Okay, willst du vorher noch einmal landen? Ja, ich wollte gerade sagen. Aber mach mal bitte eine Safe-Landung und nicht irgendwo, wo es risky ist. Da vorne ist ein Menschenaffe. Ja. Und Trikes, genau. Drop mich da auf so einem Stein am besten. Okay, Leute, macht euch bereit. Ich stehe hinter ihnen. Jetzt geht's los. Genau, hinter denen und dann, du musst immer so ein klein bisschen nach oben dingsen. Am besten, sodass ich seinen Kopf treffen kann. Oh, jetzt hat er genau gedreht. Ah, lol, es hat noch gezählt, geil. Hinterher, du Boy. Damina ist okay vom Adler. Ja. Alter, wenn der jetzt hier über dem Wasser down geht, dann raste ich aus. Headshot. Boah, ist der mächtig, Alter. Wenn wir den Boy kriegen, das wäre so eine nice Scheiße. Headshot. Hast mich getroffen. Okay, geht dein Torpo hoch? Nein. Jetzt aber. Ey, das gibt's doch nicht. Nein, jetzt hast du verwackelt. Okay, ich baller ihm jetzt einfach. Jetzt aber. Meine Güte, ey. Das ist eine Prozedur mit dem Viech. Flieg am besten immer so, dass ich frontal schieße. Also nicht zur Seite, zu deinem Flügel, sondern Richtung deinen Kopf sozusagen. Ach, wenn du landen musst. Ich kann auch ein bisschen. Ich sehe es gut. Das war eigentlich ein Header, aber gut. Nicht er liegt im Wasser, er ist tot. Ach, Alter. Ach, nö, oder? Leute. Was? Zeig mal, da ist auch ein Spino. Ja. Vielleicht, wenn der kann, der sieht, ist das Wasser flach, weil der die ertrinken erst in so einer Höhe, in der die stehen können, sozusagen. Okay, da ist ein Spino, den müssen wir. Wir müssen jetzt einfach kurz warten. Ne, den Spino am besten weglocken. Willst du das machen? Ja, willst du so eben bleiben, oder? Ich komm zurecht, ja. Dann warten wir einfach 10 Minuten und wenn er dann noch lebt, ist gut. Wenn nicht, ist er halt ersoffen. Skorpion hinter mir. Ich glaube, ich, den... ja, ich kann nicht. Oder? Kann ich ihn? Dann grab mich einfach. Ich bin am Strand. Bist du da am Strand? Hier. Beim Skorpion. Jetzt hat der Skorpion dich links von dir. Ich bin direkt hinter dir. Warte. Hier, links. Nice. So, dann einmal bitte locken. Ja, so ist nice. Der Abstand ist auch voll okay. Auch wenn der einmal hittet, macht ja nichts. Perfekto. Raptor haben wir auch. Spino nicht mehr. Der turnt. Muss mir den richtig so lecker schmackig machen. Am besten landest du nochmal und haust mich einmal, weil dann ist da Blut dran. Wo ist überhaupt der Quetzel? Die sind aber auch hier ran, das kannst du vergessen. Ja, ich sehe den Quetzel auch gar nicht mehr. Wo war denn der? Ich glaube, ich habe ihn gerade auch gesehen. Leg mal kurz den Fluss da entlang. Da ich jetzt den. Ach so, nice. Ja, jetzt aber nicht, ja. Weil ich sehe ihn echt nicht. Ich weiß nicht, ob Piranhas den tackeln. Eigentlich weiß ich, weiß es nicht. Das ist eine Mechanik, die eigentlich nichts, nie zutrifft, ne? Wo ist er? Hier. Ich sehe ihn nicht. Direkt bei uns. Ich stehe so irgendwie drin. Ist er wirklich tot? Ja, irgendwie schon. Okay, es ist nur wegen dieser Fake-Hitbox. Du hast nicht mehr genug Pfeile, ne? Oh, ja, doch, nochmal so viele und noch ganz viele normale Pfeile. Also wir kriegen noch einen down, wenn wir noch einen finden. Dann finden wir auch noch einen. Hm? Dann finden wir auch noch einen. Wir haben unsere Reisehöhe erreicht. Wir verteilen gleich ein bisschen... Ich glaube, so hoch sind die gar nicht. Tomaten, Saft. Meine Augen geleuchtet haben, als ich den Quetzel erblickt habe. Ich dachte, es wird unser Boy. Aber es war nicht unser Boy. Es war nicht unser Boy. Es war ein Girl, da mussten wir es töten.
Noch nicht in Indien, Mensch. Genau. Das Gewitze drin, ne? Ich finde, die darf man machen. Ach, flieg weg, flieg weg, flieg weg. OMG, Junge, der fickt alles. Der fickt da alles. Stego tot, habe ich noch gesehen. Hier können wir Quetzel vergessen. Aber hier war sonst aber der blaue. Da Quetzel unter uns, aber viel, viel tiefer. Ich sag ja, wir sind zu hoch. Ich drehe mich gerade runter. Level, bitte jetzt nicht 100, weil dann kriegen wir den nicht. Ich kann nicht gucken. 33. Machen wir. Okay, Friends. Ich drück beide Daumen, weil das Gebiet hier ist okay. So, willst du über den Kopf? Bleib so. Headshot. Warte, bist du voll auf... Nein, wir hätten noch einmal landen müssen vorher. Ja, oh, scheiße. Sollen wir nochmal kurz? Ja. Jetzt muss jeder Schuss sitzen, ne? Nein, daneben. Doch. Nee, der war dran. Oh, richtig knapp. Ich bin ein bisschen excited gerade. Ich bin nämlich gespannt, wo der droppt, der Boy. Alter Vater. Der fliegt genau dahin, wo der Gander gerade war. Ja. Das ist ein neuer, Alter. Was? Direkt vor uns. Ist noch ein anderer. Ich schieß erstmal. Echt jetzt? Wo denn? Ja, direkt über uns. Lol. Welches Level? Was ist denn jetzt los? Okay, wenn wir den verkacken, dann wissen wir auf jeden Fall. Ich guck das Level nicht an. Ich schieß jetzt einfach, ja. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch einen Versuch. Ne, jetzt gleich droppe den Kackwasser, Alter. Oh, daneben. Er hat gerade den Kopf bewegt dann. Bleib mal ein Stück hinter dem. Ja, so in dem Abstand. Ich glaube, dann fliegt der weiter. Oh, was ist denn das? Warum wollen die alle immer ins Wasser? Oh, Junge, was soll das denn? Bleib weg vom Wasser. Dann scheuche ich ihn halt jetzt übers Wasser drüber, oder? Nee. Der fliegt immer hier so kacke an der Grenze entlang. Das ist richtig räudig. Was sagt Stamina? Okay, ganz gut. Gehittet. Okay, ab jetzt ist Armbrust. Armtitte. Alter, jetzt ist er voll. Jetzt ist er voll überm Fluss, wenn er... Ich krieg's kotzen, Alter. Alter Vater, was eine Jagd, ey, auf die Viecher. Das ist wirklich richtig, anspruchsvoll, finde ich, Quetzel. LOL! Hä? Ach, LOL. Hier sind zwei Rechse, ne? Der geht doch irgendwie über Wasser down, Alter. Du Drecksviech, ey. Du Drecksviech. Komm schon. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Sweeter Boy, nicht jetzt. Das war ein Hit. Sweeter Boy, wag es dich. Ja! Runter, 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 runter. Ich hab die Pike equipped. Da, Achtung, da ist ein Skorpion, den musst du direkt tackeln. Wo? Grab den. Drop mich, grab den. Grab ihn weg. Hab ihn nicht. Wo ist der Quetz? Hier. Da ist auch noch ein Dilo. Der Dilo ist beim Wasser. Jacke wie Hose. Ich wollte gerade eigentlich kurz zum... Der Dilo, der fliegt hier, der schwimmt hier. Mach den danach. Das ist auch noch Raptor oder sowas, um die muss ich mich gleich kümmern. Ja. Wo ist der Raptor? Da hinten links. Oh, ganz viele Skorpione und sowas. Die mache ich. Ungelogen. Ich weiß nicht, ob ich davon einen Screenshot habe. Ich kann mal Adrian fragen. Exakt hier haben wir einen Giga getamed. Der lag genau hier. Und ein anderer Tribe hat richtig random genau an der Stelle, wo der Quetz hier jetzt liegt, auch ihren Quetz bekommen. Und dann kam Alpha Raptor von der Klippe, obwohl die da Spikes drauf gebaut haben und hat den gekillt. Und unser Giga wurde uns danach von einem Zwei-Mann-Tribe mit Keulen gezogen, weil die alle Narcotics mitgehen lassen haben. Hier erstmal die Region, guck dann noch einmal, ich mache hier den Dilo kalt, guck dann noch einmal oben am Berg und dann geh den Wolf holen, oder? Jo. Alter Leute, wenn oben wir den so durchkriegen, dann bin ich so glücklich. Ach du Kacke. Was? Ist ein Rex oben drauf. Kriegst du den sehr nah? Geht. Lock den einfach weg, weil hier an der Klippe sehe ich gerade einen Parasaurus. Scheiße, er kommt gerade genau zur Klippe. Ja, da zum Parasaurus wahrscheinlich. Und hier droppt, hier landet ein Adler. Doch nicht. Mit dem musst du dich noch kümmern. Ja, wie denn? Ich werde angegriffen. Komm, Fies, Junge. Geht mir nicht auf den Sack. Verpisst euch, Alter. Das ist jetzt... Halb tot gleich. Galilimus. Libellen jetzt auch noch. Alter, jetzt gehe ich nicht hier noch drauf, ne? Ne, gehe ich nicht. Ich bin Pro-Gamer. Hier ist wieder was. Dilo. Oh, Junge, was geht denn jetzt hier bei mir die Party ab? Wo kommen die denn her? Die sind alle direkt beim Quetzel jetzt. Aber es scheint hier relativ ruhig gerade zu sein. Willst du die Narcotics eben bringen? Ich bin gerade noch am Adler falsch. Ach so. Warum Fleisch? So. Das ist doch nicht Fleisch. Ja, aber ne. Primeat.
Ja, muss ich ihm einen Wolf holen. Ja, deswegen meinte ich ja, du meinst. Achso, okay, dann hat sie es falsch verstanden. Dann hol den Wolf schnell. Oder flieg noch einmal die Klippe entlang und dann mach Huri Huri. Hier ist noch ein Dildo. Also der Strand ist eigentlich relativ gesichert, weil da ist in beide Richtungen Trike, Parasaurus. Das Einzige, wovor ich gerade Schiss habe, ist echt die Klippe. Nee, ich habe mehr Schiss gerade von zwei Kanus, die da sind. Die sehe ich ja nicht mal. Ja, aber die fressen sich hundertprozentig irgendwann da durch. Ja, irgendwann, aber dann haben wir den Wolf. Die naht sich gleich einfach um. Ich rasiere gleich einfach den ganzen Strand ab und du hockst oben auf der Klippe, okay? Ja. Hast du die, sind die Kanus noch da? Ja, auf der anderen Klippe würde ich die jetzt eben mitnehmen. Oder willst du nicht hierbleiben lieber? Nee, ich bringe die Flüsse rüber. Ach, auf die andere Flussseite? Ja. Ach so. Da links sehe ich sie. Okay, Leute, jetzt gibt's Rambazamba. Mal gucken, ob ich den E-Pack. Weil, ihr wisst es, Schwierigkeit. Oh, hier ist auch ein Dödel. Schwierigkeit. Ach du Scheiße, ich sehe was. Was uns nicht glücklich macht. Was denn? Ein bisschen weiter weg von der Klippe ist noch ein. Irgendwas mit Alpha. Echt? Alpha Raptor. Scheiße. Oben an der Klippe? Ja, aber so ein bisschen weg. Wie weit weg? Weil die sind fucking schnell. Die legen Strecken zurück wie Behinderte. Naja, deswegen. Sag mal. Wenn ich jetzt meinem Wolf sprinten nicht und springen so würde. Wie weit? 100 Meter? 200 Meter? Was? Wir haben ein Problem, ne? Da sind aber noch ziemlich viele Steine zwischen. Lass uns kurz Bike Walls machen. Ich habe jetzt 8 Primate. Ich probiere noch was kurz zu kriegen, dann komme ich. Ich stehe auf einem Fels. Ich jump dem Bronto hinterher. Jetzt kann ich ihn nicht mehr retten. Ich könnte vielleicht den Raptor wegziehen. Oh nee. Da wäre ich zu weit weg von unserem Boy. Oh nee. Warte kurz, wir machen das gleich mit den Spike Walls. So, ich habe Kano an mir. Und Skorpion. Kano down, hab noch einen Primate. Ich glaube, ich habe jetzt 9. Er ist 72, Alter. Ich bin halb tot. Was? Der zieht übelst. Brauchst du Hilfe? Nee, der ist jetzt tot, aber ich bin auch halb tot. Und der Bronto will mich noch. Und Ameisen sind hier auch noch. Ich komme nicht zu. Du hast keinen Narkotik hier gelassen, ne? Ich weiß. Sag, wie viel er hat. Ich bin aber direkt da. Ich bin 2 Meter weiter nur. Hab den Bronto. Nice. Zwei Primate nur, jawohl. Die Piranhas okay, haben. Okay, jetzt braucht deine Hilfe hier oben. Was ist? Yes, ich muss ihn weglocken. Locken. Ich kann auch nicht gegen ihn kämpfen, ich bin fast tot. Also wirklich fast tot, unterer Strich. Laufe ich Gefahr, getackelt zu werden, wenn ich hier unten bin? Weiß ich nicht, vielleicht. Ist der schon unten? Nein, aber der ist sehr nah an der Kippe. Kacke. Scheiße, Marius, das macht mir gerade Sorgen. Soll ich den Quetz beladen? Meinst du, ich kann absteigen? Nein. Nicht? Definitiv nicht, nein. Echt nicht? Nein, echt nicht. Fuck, wie nah ist der dann? Scheiße. Der ist direkt an der Klippe. Scheiße, Alter. Und dann rechts auch noch. Klar, warum ja auch nicht? Ich versuche mich hochzuheilen. Das Falt ist irgendwie. Als der Rex kommt, den kann ich ja auf jeden Fall dann oben klatschen. Du weißt nicht, welches Level der Alpha hat, ne? Ups, verdammt. 10, das gibt's nicht. Welches? Nein, ich hab's gar nicht gesehen. Achso, dann lass es einfach. Guck einfach nicht, sondern. Locken weg. Kriegst du ihn dann irgendwie gelockt oder? 76. Ja, nee. GG, wenn er da ist, sind wir. Okay, du musst jetzt einfach anfangen zu tamen. Echt? Ja, fang an. Lauf ich Gefahr, getackelt zu werden? Glaub nicht. Okay. Ich vertraue jetzt einfach. So, alles ist. Okay, da, er kommt. Echt? Oder? Ganz überkommt. Junge. Ist mega an der Kippe. Nee, komm. Sag. Scheiße, ich hab richtig Schiss jetzt. Wieso kann ich da nicht grabben, Alter? Da, er ist unten. Er ist unten. Er ist runtergesprungen. Ich lauf weg. So siehst gut. Den? Ich hätte jetzt drauf geschossen und so. Macht er den Quetz? Ich hab keine Waffe, außer Bogen. Drauf schießen bringt nichts, kriegen wir den nicht.
Was machst du? Wo bist du? Ja, ich schieß drauf. Echt? Weil ich eigentlich nur Quetz einfach mal im Soda liegen lassen wollte. Der ist halt schneller als ich, also ich komme da nicht weg. Wo bist du jetzt hingesprungen? Hier, andere Seite. Grab mich und dann locken wir den. Okay, schnell, schnell, schnell. Der will den Quetz, glaube ich. Der ist eh schon down. Wo fliegst du hin? Echt? Ja, ich fliege jetzt nach Hause. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Alter, was will das Spiel eigentlich von uns? Ohne Witz. Alter, was ein Scheiß. Hat er den Quetzel instant gedownt? So gut wie ja. Oh fuck. Du konntest doch da vorne auf 5 Schüsse oder so draufbringen, was hat da nichts gemacht. Ja, mit Schüssen brauchst du gar nichts machen. Den kriegst du nicht down. Mit was hast du denn geschossen? Mit Pistole. Achso, ja, hatte ich nicht. Ich hatte halt nur noch einen Bogen mit 52 Giftpfeilen. Das ist für eine generell draufschießen ist Waste. Warum? Es ist einfach genau so, wie ich es dir erzählt habe, ne? Ich sag dir, ja, die haben da hier den Quetzel gehabt und dann kam Alpha Raptor runtergesprungen und hat ihn getötet. Und was passiert? Springt ein Alpha Raptor runter und hat ihn getötet. Ja, ich sag mal, in dem Sinne, war schön, ne? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War jetzt ein blödes Ende. Vor allem, es ist halt, dieses Risiko besteht halt bei jedem scheiß Quetzel, ne? Ja. Es wird beim nächsten nicht anders sein, der wird auch wieder irgendwo droppen, vielleicht diesmal dann im Wald. Und dann wird da auch wieder alles sein. Man braucht eigentlich im Idealfall noch einen, der unten ist. Also am. Und die Treppe ist übrigens genial. Man braucht noch einen, der unten ist und wenn der Wolf die ganze Zeit hinterherläuft. Und dann instant clearen kann.